Facebook mit inzwischen 35, über 35.000 Mitgliedern. Von denen. Ich muss es nicht mehr sagen. Ich wollte sagen, von denen einige heute hier sind, das haben Sie gemerkt. Die anderen sind per Livestream zu großen Teilen im Internet zugeschaltet. Und ja, herzlich willkommen und Grüße nach Hause. Ein ebenso herzliches Willkommen allen Künstlern, allen Schriftstellern, sonstigen, ich nenne sie jetzt mal Personen des öffentlichen Lebens. Herzlich begrüßen möchte ich auch die Vertreter aus der Politik. Leider nicht da ist unser Altbundespräsident Richard von Weizsäcker, der heute das gesagt hat, was, glaube ich, uns heute alle ein, die wir hier sind, gibt die Wahl frei. Und ein ganz herzliches Willkommen natürlich auch allen anderen, die heute in ihrer Funktion als Bürger hier sind, um ein ganz klares Zeichen auch für eine lebhafte Demokratie in diesem Land zu setzen. Ja. Die ganze Zeit kommen wir heute gar nicht mehr durch, aber wir haben ein ganz tolles, buntes Programm vorbereitet, wirklich von Klassik bis Pop, von Prosa bis Lyrik. Was aber eben auch die Breite der Unterstützung für Herrn Gauck, für seine Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten zeigt. Am Ende sind alle hier anwesenden Künstler, alle, die sonst auch hier sind, in erster Linie mal eins, Bürger dieses Landes, die sich wünschen, dass sie auch von Gauck nächster Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland wird. In diesem Sinne möchte ich genau ihm das Wort erteilen und ihm ein paar freundliche Worte geben.